Auf geht's in Runde 3 mit dem Geisterkeiler. Ich drehe durch. 550 Bilder mit schwarzen Gesellen auf meiner Wildkamera an dieser Körung mit dem Mahlbaum. Leute, begleitet mich dabei, was in Runde 3 mit mir und dem Geisterkeiler passiert. Hallo, mein Name ist Chris und ich bin ein Apple Hunter. Was soll ich sagen? Die zweite Runde mit dem Geisterkeiler ging leider nicht an mich. Da hat der Weißgescheckte die Oberhand gewonnen. Und nachdem ich diesen kleinen Frischlingskeiler gestreckt hatte, war natürlich auch erstmal eine Woche lang Pause. Sprich, auf der Kamera war nichts weiter großartig zu sehen. Habe hier weiterhin die Körung ordentlich unter Dampf gelassen. Bedeutet, der Mahlbaum war immer schön präpariert. Und auch etwas Mais und diese Invisible Balls von Blackfire waren immer irgendwie zu finden. Und was soll ich sagen? 14 Tage später bin ich mit meinen Kids hergekommen, weil die begleiten mich immer oft, wenn ich rausfahre am Wochenende zum Kirn, um die Kamera auszuwerten. Ich bin fast hinten umgefallen, Leute. Auf der Kamera waren 500 Fotos. Ich mache immer nur Fotos, weil ansonsten die Datenmengen so groß wären. Und da dachte ich mir, Chris, du hast hier so viel Dammwild, die Hälfte davon, drei Viertel davon wird meistens Dammwild sein. So ist es in der Regel, aber weit gefehlt. 550 Bilder und auf jedem waren Sauen. Angefangen hat es mit Dienstag. Da war ungefähr von 2 bis 4 Uhr, 2 Stunden lang der Geisterkeiler da. Was für eine verrückte Woche. Ihr habt gesehen, der Dienstag ist schon mega eingestiegen. Am Mittwoch hatten wir um 1 Uhr nachts sozusagen eine einzelne Sau kurz, um dann, ihr merkt, diese Unstetigkeit, um 19 Uhr bis 20 Uhr für eine halbe Stunde circa den Geisterkeiler drauf zu haben. Donnerstag früh hatten wir wieder eine Bache mit 4 Frischlingen diesmal, auch etliche Zeit hier unterwegs gewesen. Abends eine einzelne Sau. Am Freitag hatten wir fast 3 Stunden lang 4 Überläufer an der Körung. Und das letzte, am Samstag früh, circa um 2, da waren die Überläufer ziemlich regelmäßig, waren sie wieder da, um nochmal für eine gute Stunde lang Fraß aufzunehmen. Samstags um 10 bin ich dann hierher, um mit meinen Kids zu kirren. Und als ich die Flut an Bildern, diese 550 Bilder gesehen habe, wo überall Sauen drauf waren, hieß letzten Endes nur eins, abends geht's raus. Drückt mir die Daumen, dass ich den Geisterkeiler sehe. Es geht in die dritte Runde und ich werde mich ca. nach 21 Uhr so hinsetzen, in der Hoffnung, dass in der Zeitspanne, ich wollte nämlich mal gucken, ob ich es bis 2, 3 Uhr aushalte, irgendetwas an Saumbewegung passiert. Und ich denke, heute Abend geht was. Da kommt der Trupp. Die 4 Überläufer, die auch die letzten 2 Tage da waren. Ich hätte mir natürlich lieber den Geisterkeiler gewünscht, aber ich will nicht anfangen zu meckern.
Und ihr seht vorneweg ein etwas markanter Keiler oder Überläuferkeiler. Der hatte ganz gut sichtbar die Federn und die anderen drei hinterher. Und immer wenn vorne letzten Endes der Chef sagt, stehen bleiben, verharren sie hier. Und insgesamt sind sie alle hypernervös. Aber von meiner Seite kann nichts schief gehen, denn sie sind aus meinem Wind. Der kommt auf mich zu. Und insofern warten wir, was da kommt. Ja, hier in diesem Robinienwald fühlen sie sich sehr sicher. Da warten sie meistens 4-5 Minuten, um wirklich die Lage endgültig zu checken. Naja, ihr habt das mal gesehen. In Summe sind sie halt doch etwas nervös, sobald irgendwas komisch ist. Aber das kennt ihr alle. Sobald die Sauen irgendetwas nicht riechen können oder anders ist als die anderen Tage, sind sie sofort weg. Aber hier scheint es zu klappen. Nur ungefähr 10 Meter, dann sind sie an der kleinen Kürrung. Da habe ich ein paar Hände voll Mais und ein paar Nüsse hingeschmissen. Ja, und die scheinen sie jetzt gefunden zu haben. Und lassen sie sich gut munden. Und das, was ich immer sehr wichtig finde, in dem Moment ist, die Sauen erstmal in Ruhe ins Gebrech kommen zu lassen. Sprich, erstmal warten, bis sie sich sicher fühlen und Fraß aufnehmen. Dann wissen wir alle, sind sie etwas lauter und die ein oder andere oder das ein oder andere Geräusch geht dann unter und sie sind ein bisschen vertrauter. Ja, selbst wenn man jetzt schussbereit wäre, ihr seht, sie stehen hintereinander im Pulk, da ist jetzt noch nichts zu holen. Ja, wie überall Streitereien um die besten Leckerlis. Ich habe jetzt wieder meine Wärmebild Kamera gewechselt mit meiner Mauser und hoffe auf eine gute Chance, einen von den Vieren mitnehmen zu können. Denn welcher das jetzt ist, ist vollkommen belanglos. Die passen alle und insofern, wenn der Erstbeste bereit steht, Feuer frei. Ist manchmal leichter gesagt als getan, denn den Gefallen tun sie mir hier nicht wirklich.
Aber, oh nein. Nein, nein, nein. Was war das? Ich habe nichts gehört. Es war kein Laut, kein Mucks. Mit einmal ist es weg. Wo sind sie hin? Schauen. Mein Sichtfeld ist nicht so üppig aus dem Hochsitz heraus. Ah, da war was. Da sind sie. Ah. Meine Körung, die ich anlege hier im Wald, die sind nicht so konzipiert oder nicht so angelegt, dass nur ein Punkt bekürt wird, sondern ich mache mehrere kleinere Stellen, um eben die Sauen auseinanderzuziehen. Bedeutet, dass rechts und links mal eine stehen kann, aber dass sich der ganze Trupp immer von A nach B bewegt, war nicht der Sinn der Sache. Aber man sieht hier den Mahlbaum nochmal rechts und links davon hat sich jetzt die kleine Überläufertruppe, eingeschoben hier. Kurz nochmal gewechselt auf die Wärmebild-Handkamera. Weil damit lässt sich doch schneller mal die Umgebung abglasen. Um dann wieder zu wechseln aufs Vorsatzgerät, das Deep Hold. Ja, ihr kennt die Situation, das ist die ähnliche wie beim Geisterkeiler 2. Auch da haben sie sich in die Ecke hin verzogen und da konnte ich dann den kleinen Keiler mir rauspicken. Ich bin gespannt, ob das hier ähnlich klappt. Wirklich, das ist jetzt hier nur ein einziger Klumpen, macht sich überhaupt nicht gut. Geduld spielen, wie beim letzten Mal. Hoffen, dass eine Sau sich etwas abseits positioniert und heraustritt oder nach rechts zur Seite tritt. Natürlich ist es wichtig, in dem Moment immer hochkonzentriert zu sein und mal auf den Sauen, denn manchmal bekommt man eine Chance wirklich nur innerhalb von Bruchteilen von Sekunden und die soll natürlich dann auch genutzt werden. Stehen wie ein Block hintereinander. Keine Sau bewegt sich.
Jetzt haben sie sich ein bisschen weiter nach links wieder bewegt. Eine Sau tut mir nicht gefallen und wechselt nach links. Die Chance lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Sauber. Sauber, die Sau liegt. Euch kommt es wahrscheinlich etwas knapp vor mit dem Baum und der Sau, aber bedenkt, ich kann immer noch vergrößern, oder besser gesagt, ich habe immer noch eine Vergrößerung drin und kann die Sache ein bisschen besser einschätzen. Also ich hatte klar die Sau im Visier sozusagen und nicht den Baum links. Also da war jetzt keine Gefahr. Ah, hier seht ihr ihn wieder. Den Hochsitz und in der Richtung liegt die Sau. Gehe jetzt mit meinem Wärmebildhandgerät dem Signal hinterher. Ganz klar, die liegt wirklich sauber. Habt ihr gesehen? Der Treffer war perfekt. Ja, eine kleine Überläuferbache mit einem sauberen Treffer aufs Blatt. Da gibt es nichts zu meckern. Dann nehmen wir sie mit nach vorne, um sie besser bergen zu können. Und hier ist sie. Ungefähr 35 Kilo hatte die kleine Überläuferbache. War schnell geborgen. Und ich wünsche euch allen weit mein Seil und auf die nächste Runde mit dem Geisterkeiler. Abschließend, der Geisterkeiler war bis 20.30 Uhr da, während ich um 21 Uhr gekommen bin. Könnt ihr unten in der Timeline verfolgen. Hier seht ihr die Rotte mit dem Abschuss. Und vorher, eine halbe Stunde bevor ich gesessen habe, der Geisterkeiler. Ich fasse es nicht. Wenn ihr noch nicht genug habt von mir und der Jagd auf Sauen mit der Wärmebildtechnik, dann könnt ihr hier an der Stelle einfach mal noch mehr davon sehen. Das würde mich freuen. Und ansonsten gerne ein Abo. Das könnt ihr hier unten natürlich ganz klar anklicken. Bis dann, Chris, euer Nightboar Hunter.